auch sind da. Und dann. Viel zu viele. So, hey, du darfst herkommen. Guck mal, hallo. Hi, hallo. Es ist nicht gut, so, als hättest du nicht eine Schusswaffe, aber. Ja, Schusswaffen werden überbewertet. Ja, wie ich auch immer sage, Schusswaffen, Schmusswaffen. Ja. So. Ach, Mann. Ja, also. Das Ding wird sein, die von da hinten werden wiederkommen, wenn du sie ja, jetzt aus den Augen lässt. Von daher, irgendwann musst du die wohl wegmachen. Schätze ich. Irgendwann werde ich sie umbringen müssen. Aber gut, solange du sie im Hinterkopf behältst, während du andere Sachen machst oder sowas. Und sie dir nicht von hinten auflauern, ist das alles okay. Sie sind auf dem Riffweg, okay. Kommt nee, her. Sieht nicht so aus, oder? Oder doch? Weil ich sehe es echt gerade gar nicht. Na, ich weiß es auch nicht so genau. Also sie könnten, die könnten genauso gut stehen. Ja. Also ich sehe eine Fackel. Du bist nicht eindeutig mit deiner Kommunikation. Die Fackel muss nochmal kommunizieren lernen. Ja. Rauchzeichen geben. Ja. Genauso wie der Scheiterhaufen da. Der sendet das Signal, Vorsicht, hier sind sehr viele Leute um dieses Lagerfeuer rum. Um ein großes, großes Lagerfeuer. Doch, da kommt sie. Okay, komm. Put, put, kommt schneller. Wo? Ich sehe immer noch die Fackel da hinten. Sicher, dass die kommen? Na, ich habe eben die Füße gesehen von irgendwem, der ist gelaufen. Okay, was weiß ich. Ach, Mann! Ich dachte jetzt gerade schon, der Typ kommt auch. Ich habe mich gerade schon leicht verarscht gefühlt. Ach, wieso kommt der denn immer da nach hinten rumgeschlurft? Wieso bewegen sich jetzt auf einmal alle? Ja, weil die einen gehen los in Richtung Tor und die anderen zwei kommen zu dir direkt. Also die haben alle vorgegebene Routen, wenn du diesen einen Punkt passierst, glaube ich. Aha. Mäh. Also an sich wird es zwar dann weniger dicht beim Lagerfeuer, aber ja, andererseits. Das Ding ist, vielleicht musst du ja nicht jeden zwangsläufig töten, wenn du dir den richtigen suchst, also bei dem du den richtigen Weg suchst, um dass dir manche Leute gar nicht in den Rücken fallen können. Deswegen, also es gibt hier Wege, die man nutzen kann, die ein bisschen ungefährlicher sind, wenn man sie denn nutzt. Motivation, Edits Best. Bin ich mir nicht mehr sicher, ob die anderen überhaupt gerade irgendwo zurücklaufen wollen. Irgendwie. Also momentan ja nicht. Aber es kann auch sein, dass die genau dann zurücklaufen, wenn du irgendeinen Punkt passierst, weil das geskriptet sein könnte. Also wäre es denkbar, wenn du eine andere Route wählst und diesen Punkt nicht passierst. Hust, hust! Wink mit dem Zaunpfahl! Damit das hier endlich mal weitergeht. Der Wink mit dem Zaunpfahl hilft mir nicht mehr, wenn ich die Hälfte nicht verstehe. Ich hau dir den Zaunpfahl gleich über den Kopf. Okay, ich soll hier also einfach durchrennen. Was? Nein. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber du kannst halt eine Route wählen, die bei denen du bestimmten Gegnern in den Rücken fällst. Zum Beispiel. Ich bin dran. Okay.
Das heißt, ich kann meine PS4 behalten. Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Oh. Ich hatte gedacht, das wird spannender. Komm schon. Ich hätte auch nicht. Ich meine, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ich bin echt so demotiviert und. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du stirbst? Das ist in diesem Spiel was normal. Ich an derselben Stelle verrecke, weil ich mich so blöd anstelle. Na, versuch was anderes. Ich weiß aber auch nicht was. Also ich würde erstmal den Free Kill da hinten mitnehmen. Ja, das ist klar. Dann, na. Die da laufen. Ach, Mann. Ich jetzt gleich wieder anfangen zu lenken. Du sollst langsam gehen. Geh langsam. Danke. Sehr schön. Sehr Geh schön. Langsam. Sieht super aus. Jetzt die Angriffs- und jetzt die andere Taste. Ah. Ich hab gedrückt. Und weiter. Weil, hättest du sie denn gedrückt, dann hättest du ja entweder diesen Kill gemacht oder wenigstens noch einen Angriff hinterher. Sicher, dass du die richtige gedrückt hast? Ich muss ja einfach nur den Bumper reindrücken. Das tue ich ja. Ja, oder beziehungsweise hämmer mehrmals drauf. Eventuell hilft das. So, klack, 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 klack. So. Ja. Das mache ich immer. Ich hämmer dann wirklich so drauf, als ob... Außerdem, geh doch nochmal zurück, da wo du den gekillt hast. Hä, aber das Tor ist doch zu. Du sollst doch nicht durch das Tor. Na gut, dann ist da halt die Treppe. Und hier gibt's noch. Aber da kann dir definitiv keiner in den Rücken fallen. Wenn du... Aber da ist doch... ist da nicht das Menü? Ja, aber das guckt ja in eine andere Richtung. Hä? Ich bin total verwirrt. Hi. Die sind so nah, du könntest glatt die abschießen. Also was soll ich dir denn noch alles sagen? Könnte ich ja. Wieso schießt du dann gegen eine Wand? Hi. Ah, warte, warte, warte. Okay, er kommt über die, also er, da geht's die Treppe ja eh nicht hoch, also kommt er über die andere Treppe. Fragt sich wann. Ja. Wo ist er überhaupt? Ich weiß es nicht. Dann such mal nach ihm. Er kann ja nicht weg sein. Hä? Also er ist da lang gelaufen, so wollte wahrscheinlich die Treppe da hoch. Ich hätte erwartet, dass er gleich die Treppe da hochläuft. Ja, eben. Oh, hättest du mal im Auge behalten. Ich hab's auch versucht, ehrlich gesagt, aber ich hab ihn dann auch nicht mehr gesehen, weil Kameraeinstellung irgendwie nicht ausgereicht hat. Der ist wieder bei seinem Kumpel, oder? Nee, das ist ein anderer. Nee. Das ist die andere Patrouille. Okay, er hat sich in Luft aufgelöst oder so. Also da hinten ist diese Patrouille, da ist er wieder. Eins, zwei, ah, okay. Ja, Wie auch immer. Ach, Mann. Krieg ich? Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Na ja, gut, an den könntest du ja Bälle von hinten ran, aber dann wird wahrscheinlich der andere Schütze. Ja, aufmerksam. Okay, da kommt die Patrouille wenigstens wieder runter. Mhm. Die müsste ja dann wieder da vorbeikommen. Und wenn du es diesmal besser timest, dann erwischst du sogar jemanden davon. Nein, genau, einen von denen. Mhm. Da kommt er. Lol. Ja, der ist noch nicht um die Ecke. Jetzt. Hi. So, jetzt folg mal. auch so kameratechnisch. Ja, jetzt. Ja, der geht halt nicht hoch, weil du nicht in der Nähe bist. Ja.
du musst schon in seiner Reichweite bleiben, damit er weiß, ey, da ist ja noch ein Gegner. Also, beziehungsweise ein Nicht-Gegner, sondern Guter, sozusagen. Weil du bist ja der Held in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob du gut oder böse bist, aber... Da ist noch der andere. Los! Der Hund so, was war das denn? Ich hab hier irgendwas schießen hören. Da ist er? Okay, er kommt. Ich kann schon sagen. Hä? Hallo. Schieß ihm in den Kopf! Oh. Okay. Jetzt kommt der andere. Okay, okay, komm. Den anderen anvisieren. Ja. Wo ist denn der jetzt hin, der da zuerst war? Ist er wieder weggegangen? Nein, er ist noch da. Na, dann würde ich doch mal sagen. Jetzt, bevor er geht. Nochmal. Ja. Danke. Aua. Klappt doch. Ja, und damit hast du schon mal eine Patrouille weggemacht und einen Gegner, also wird doch. Ich bin schon heiser. Oh Gott. Treffe ich den Hund? Naja, du bist glaube ich nicht nah genug, dass er auch Schaden nimmt oder sowas. Verdammt. Ja gut, aber du könntest ja ihn einfach trotzdem mal versuchen wegzuhauen. Wer soll dir denn in die Quere kommen? Ah, schade. Ganz knapp. Oh. Jetzt kannst du zu ihm runter. Jetzt ist er ganz nah. Nein. Oh. Okay, wo ist der... Nee, der... Der bleibt da unten, also... Ich weiß noch nicht so ganz, was er vorhat. Ja, dann... Aber von da oben kann er... von da unten kann er dir nichts. Aber du kannst ihm was. Mach was. Okay, ich hätte jetzt fast... LOL! Ernsthaft? Oh Mann. Ach, naja, ich habe nicht mehr noch. Okay, ich geb's auf. Ich geb's offiziell auf. Oh, das ging viel zu schnell. Das Spiel überfordert mich echt in allen Ecken. Na, du traust dich zu wenig, glaube ich. Also du versuchst wirklich hier jeden Gegner einzeln irgendwie mit ganz, ganz viel, also, weiß ich nicht, so... Nur wenn du dich fühlst, als wärst du übermächtig dem Gegner gegenüber. Aber ebenbürtig sein ist auch okay. Ach, na. Versuch doch mal. Geh mal da runter und hau den Hund weg. Und dann sieh, was passiert. Aber nicht, dass er so viele Viecher. Ja und? Wir pullen ja vielleicht gar nicht. Hi. Hund. Hallo, Hund. Hund? Siehst du, nein, der da vorne, der tut dir jetzt auch gerade nichts. Ah, jetzt kommt der Hund in deine Richtung. Okay, jetzt hol ihn dir. Alter, ich drücke auf... Nein. Du drückst auf Dreieck. Lass ihn ran. Ein bisschen. Und, ah. Sehr schön. Du hast es aber geschafft. Und so viel Schaden machen die nicht. Noch. So, jetzt ist da immer noch ein Typ, der einfach so wie leichtes Futter für dich ist, wenn du an ihn rangehst. Aber du wirst sicherlich den einen oder anderen mitpullen. Oh Gott, es hat geleckt. Ja. Ja, ich bin nicht mehr da. Nicht? Nein, ich bin nicht da. Ach so meinst du das? Ja gut, jetzt... Du kannst auch näher an ihn ran, dann machen deine Kugeln mehr Schaden und du hast eh keine mehr. Das ist nicht gut. Oh Gott, Kamera, hilf mir. Jetzt musst du an ihn ran. Oh lol, ich hab keine gesagt, Kugel mehr. Ich sag's dir noch, hörst du mir nicht zu? Komm,